Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir gehen auf die Citadel, da haben wir viel zu tun und ja, gucken, was uns da so erwartet. Wir nehmen mal Liaba mit und Tali. Ne, wir haben die falsche Person angeklickt. So. Dann haben wir Vollbiotik, Volltechnik. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Es? Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, natürlich. Ach, hier, warte, ich kann ja Squad, ich habe ja noch Punkte für den Aufstieg. Genau, da war da was. Hier. Dann haben wir nämlich noch mehr Pistolenschaden. Haben wir ja noch nicht genügend. Liaba hat 40 Punkte, das mache ich gleich. So, die hier kriegt Hacken. Okay. Ich mache erstmal die Punkte, dann hat sie alles voll. Liaba hat 40 Punkte. Eieiei. Biotikerin halt, ne? Werfen. So, die macht erstmal hier Werfen voll. So, das haben wir. Ist kein Problem. Heben. Und alles in meinem Radius von 4 Metern und das Ziel in die Luft gehoben. Aha, Warp. Verursacht pro Sekunde 10 Schadenspunkte und vermindert den Schadensschutz um 75%. Was ist Singularität? Verursacht am Aufschlag zwischen einem Strudel, in dem Objekte hineingezogen werden. Das ist natürlich schon nice. Ich mach mal den Warp, ja. So, Singularität. Und das machen wir gleich noch hier mit. So. Und die hat immer noch Punkte. Die hat schon 3 Sachen voll, ne? So, Sari-Wissenschaftler, was gibt's denn da? Editiert Nachladegeschwindigkeit. Ja, das kann man ja immer machen. So, das hätten wir. Jetzt noch die Ausrüstung. Pistolen. Ich bezweifle, dass es da inzwischen eine Pistole gibt, die mehr Schaden macht. Das würde mich zumindest wundern. Ja, gibt es nicht. Ich kann mal inzwischen ein paar der Sachen hier umwandeln. Also, es gibt ja so. Ja, und Edge. Strike, noch eine Edge haben wir hier. So, 2 Striker, die kann man auch nochmal wegmachen, die brauchen wir auch nicht. Bei mir aber jetzt schon viel. Was? Nein. So. Hä? Habe ich jetzt. Unfassbar wieder mal. Ey, was soll denn die Kacke, Mann? Na, ich will bestimmt nicht meine beste Pistole kaufen. Alter. Nur weil. Ich hasse das. Was soll denn das für eine Kacke, Mann? Ey. Innendruck wird. Ja. So eine Scheiße. Ja, Alter. So. Alter, warum so 1000 Meldungen auch? So. Sie hier. Dann kriegt Tali. Tali, 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 Tali kriegt die. Basispanzerung. Das ist jetzt gerade gar nicht. Die Chiffrierung. Und John Shepard hat Pistole bekommen. So. Ausrüstung. Alter. Das ist nicht so aufgeregt gerade.
So, Lenza, ja, ich denke mal, wir können die Lenzas verkaufen. So. Ja, die sind jetzt nicht so wichtig. So, die Schrotflinten, wie viele haben wir da? Ach Gott, wir haben Stufe 1 Waffen noch hiervon. Ja, da haben wir, auch so viel, ne? So. Hurricane. Storm. Da können wir noch die Stormfire verkaufen. So, Pistolen. So, die Striker verkaufen wir auch noch. Die Kessler können wir verkaufen. So. Edge und die Striker hier verkaufen wir auch. Okay, perfekt. Sniper. Okay, dann kaufen wir die hier, die Reaper-Dinger. Phoenix können wir mal alles behalten. Okay, das sind echt Kackrüstungen. So. Genau. Die hier ist ja auch mit dem Gewehr. So, da kriegt sie das hier erstmal und ja, hier sowas und Munition. Sie ist ja gute Biotikerin, das heißt, gegen synthetische Ziele braucht die was. Tali, die hat die Schrotflinte. Ist schon gut, was die hat. Okay, wir. Wieder mittlerweile was Besseres? Nee. Nee, okay. Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Jetzt sind da 8 Minuten von der Folge draufgegangen, ne? Weil... Kacke halt. Was ist das denn? Rear Admiral Mikhailovich, 5. Was für eine Überraschung. Na, wir salutieren natürlich. Commander Shepard, SSV Normandy. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Ich habe das Kommando über die 63. Speerflottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Sehen Sie es als eine Chance? Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Das verstehe ich nicht. Sie missbilligen das Design der Normandy? Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Nur zu. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Das tut mir leid. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient.
Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Das ist turianisches Design. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Naja, es ist nützlich. Schon durchaus nützlich. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft Ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über Ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Es sind aber Verbündete. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Nein. Nein, Sir. Sehr gut. Ich stimme nicht mit Ihnen überein. Aber Ihre Argumentation scheint stimmig zu sein. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. So. Ja, ne, haben wir den noch gut gerettet. So, diese Fahrstühle. Francis Kitt sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kitt sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Vor allem, das heißt nicht Hamlet. Hamlet, also ganz ehrlich. Er sagt auch Hagrid zu denen, hier Commander Shepard? Hier, zu dem in Harry Potter und nicht Hagrid. Hamlet, Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Allahu Akbar, Bombe, Öl, Kalif. Okay, okay. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Ich bin geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Nein, 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 so ist das nicht. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda. Aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Die Turianer helfen beim Bau. Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind.
Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandie, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Citadel übergeben wurde? Nun ja, die Crew gehört zur Allianz, nicht zur Citadel. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine... Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Citadel, Commander. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Er steckte hinter Eden Prime. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime-Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Khalissa Al-Jilani von Al Jazeera TV. So, war. So, wieder zwei Punkte, das ist der Hammer. So, hier, meisterhafte Schütze haben wir. Basispanzerung. Ja. Ich mache Elektronik weiter, so. Java hat einen Punkt, den macht sie auf. Erstmal das hier. Tali hat einen Punkt, den macht sie auf die Dechiffrierung. So, was ist denn das erste? Citadel, der Fan. Konrad Werner. Okay, da müssen wir erstmal irgendwie hin. Tag. So, oh Gott. Das sind die Bezirken. Diese Fahrstühle hier, ne? Es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Ja, diese Musik, ne? In den Fahrstühlen. Ah, da haben wir. Wow, direkt die Waffe los. So. Schön. Offiziell. Hey, Commander Shepard. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss gehen. Genau. Lang. Nee, Konrad Werner. Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Das ist nicht der Fan. Der Fan war, glaube ich, hier irgendwo, aber boah, wo genau? Ja, so tausend Rassen, ne? Ist auch immer schön. Also Rassen, ja, Arten, wie auch immer. Ja, eigentlich ist Rassen schon der richtige Begriff, glaube ich. Klingt halt immer nur so böse. So, was haben wir da? Ist das nur der Transrapid? Das ist keine Quittung. Es ist ein Kontoauszug. Da steht, dass ich was bei Ihnen gekauft habe und wann. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Aber es beweist nicht, dass dieser Gegenstand aus meinem Laden stammt. Aber ich habe hier sonst nichts gekauft. Woher soll ich das wissen? Wenn Sie keine Quittung haben, kann ich Ihnen nicht helfen. Aber... Tut mir leid. Da ist ein Shopper, da sind doch so... Expert... Conor Werner! Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich! Ich werde es versuchen. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft.
Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Hey, kann ich ein Foto von ihnen machen? Klar. Ich habe kein Problem damit, aber warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von ihnen. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Oh Mann. Ist unfassbar. So, warum ist die Quest nicht weg? So, genau, wir machen jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.